Ich versuche sozusagen aus den verschiedenen Rollen, in denen ich gewesen bin an meiner Hochschule, ein bisschen die Problematik oder die Spannungsfelder zu beschreiben, die sich ergeben zwischen Hochschulleitung, Fachbereichen und partizipativen Strukturen. Und wenn wir so ein bisschen in die Geschichte hier reingucken, was in letzter Zeit passiert ist, also Corona war sicherlich ein Weckruf an alle, was wir in unserer Lehre anders machen können in den Hochschulen und hat auch sehr viel verändert. Wir sehen aber seit Corona auch wieder so ein Zurückfallen in alte Muster. Auf der anderen Seite hat das sehr, sehr starke Diskussionen ausgelöst. Und es gibt zwei wichtige Weckrufe für die Curriculumentwicklung. Und ich möchte dann auf die zwei sozusagen nur ganz kursorisch eingehen und etwas herausstellen. Da gibt es zum einen mal vom Wissenschaftsrat die Empfehlung für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium Lehre. Da gibt es sehr, sehr viele Vorschläge. Es gibt einen großen Zeithorizont, in welchem das eigentlich passieren soll, wann wir diese Änderungen einbauen sollen. Und ich möchte hier nur zwei verschiedene Sachen zeigen. Und zwar geht es darum, dass wir im Wesentlichen die Wissensvermittlung und wenn wir uns das deutsche Studium auch im internationalen Vergleich angucken, dann sind wir immer noch sehr inhaltsgetrieben und sehr stark auf der Wissensvermittlung unterwegs. Und der Aufruf geht in die Richtung, das doch zu verringern, zugunsten einer selbstständigen Wissensaneignung unserer Studierenden. Und das erfordert natürlich große Veränderungen auch im Curricula. Und es geht darum, die Möglichkeiten der studentischen Partizipation zu stärken. Da spielt auch das Hochschulforum Digitalisierung eine aus meiner Sicht wichtige Rolle mit den Digital Changemaker, die es in den verschiedenen Hochschulen dann gibt. Und das ist etwas, was ich im Grunde genommen noch verstärken möchte. Und da werde ich auch in meinem Vortrag heute immer wieder ein Gewicht drauf legen, um zu zeigen, wo gibt es denn für Partizipation überhaupt die Möglichkeiten. Der zweite wichtige Weckruf, der kam auch wieder vom Wissenschaftsrat, nämlich mit den Empfehlungen zur Digitalisierung in Lehre und Studium und hat sicherlich sehr stark die Lehren aus Corona auch eingebaut und spricht vor allem davon, dass halt in der Digitalisierung ein großes Potenzial liegt für die Internationalisierung von Studium und Lehre. Ich möchte das benutzen, diesen Weckruf, um das anhand eines Beispiels im Grunde genommen klarzumachen. Und das sind die europäischen Universitätsnetzwerke. Und meine Universität, die Universität Bremen, gehört zu einem dieser europäischen Universitätsnetzwerke. Wir sehen aber, dass immer mehr Hochschulen Teil von solchen europäischen Universitätsnetzwerken sind. Und da gibt es ganz klare Anforderungen an die Curricula. Eigentlich sollte das schon klar sein aus Erasmus-Zeiten, dass es Mobilitätsfenster geben soll. Aber natürlich, wenn wir uns daran erinnern, was Macron in seiner Sorbonne-Rede gesagt hat, muss diese Mobilität ganz erheblich größer werden, viel umfangreicher, damit wirklich ein Eintauchen in fremde Kulturen innerhalb von Europa stattfinden kann durch unsere Studierenden. Dazu müssen sie die Gelegenheit haben, vielleicht mindestens zwei verschiedene Länder besucht zu haben. Auf der anderen Seite muss es mehr Wahlmöglichkeiten geben. Wenn wir uns angucken, wie viele Wahlmöglichkeiten es gibt, dann wäre für mich die Karikatur ein Physikstudium mit 180 CP, in dem 240 CP verpflichtend sind, um das Stoffangebot der Physik tatsächlich irgendwie darstellen zu können. Das heißt, es gibt eigentlich sehr wenig Raum für Wahlmöglichkeiten. Diese Wahlmöglichkeiten müssten eigentlich wesentlich stärker werden im Sinne eines Studium Individuale. Zumal wir eine ganz drastisch sich verändernde Berufswelt haben, die sich auch diversifiziert und in einem Tempo ändert, mit dem wir Schwierigkeiten haben, dass wir sozusagen sagen können, was denn das Beste für unsere Studierenden ist. Ich glaube, wir müssen dort die Verantwortung auch teilen mit den Studierenden und die wesentlich stärker mit ihren Wünschen auch hören. Digitalisierung, ganz klar. Es wird nicht alles durch Mobilität gehen, wenn wir überlegen, dass solche Universitätsnetzwerke vielleicht 10 Partner haben und die meisten sind in etwa so stark. Dann wird nicht alles damit möglich sein, dass man tatsächlich in physischer Mobilität reist, sondern es wird auch viel davon geben, dass man mit digitalen Angeboten sozusagen Internationalization at Home betreibt und daran teilnimmt. Also Digitalisierung ist hier ein ganz wichtiges Pfund in der Ermöglichung solcher Studienstrukturen. Und last not least, es wird über Future Skills wahnsinnig viel diskutiert, wenn wir uns angucken,
wie sehr die eingebaut sind, im Grunde genommen in die heutigen Curricula. Da gibt es auch einige Posts in LinkedIn, habe ich viel verfolgt von Wiebke Mattes aus Kiel, die da sehr prononciert sich auch dazu geäußert hat, wie wenig das eigentlich bisher stattfindet. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun. Und wenn wir uns diese Weckrufe auch des Wissenschaftsrats vergegenwärtigen, dann müssten wir eigentlich Land auf, Land ab sehen, dass alle an ihren Curricula herumschrauben. Und natürlich spreche ich jetzt so ein bisschen zum falschen Publikum, denn hier im Barcamp werden natürlich die versammelt sein, die tatsächlich aktiv dabei sind, Curricula zu verändern. Aber das ist halt vielleicht nicht die Mehrheit im ganzen Hochschulwesen der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es eben auch ganz andere Geschichten. Ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, diese Anforderungen, wie kriegen wir die eigentlich in den Curricula? Wer verhandelt das untereinander und mit welchen Ansichten? Das ist das, was ich hier so ein bisschen klar machen möchte. Und dann gucken wir uns einfach mal die Spieler an, die dabei beteiligt sind. Da gibt es in der Regel die Strategy Boards von solchen Netzwerken. Es gibt natürlich das Rektorat, es gibt den Akademischen Senat, der da eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch Fachbereiche und Lehrende. Es gibt die Supportstrukturen, Verwaltung, Studienbüros, Mediendidaktik, die gehören zum Teil zur Zentrale einer Hochschule, zum Teil sind die aber auch dezentral in den Fachbereichen bzw. Fakultäten oder Fächern angesiedelt. Und natürlich gibt es die Studierenden. Und es gibt immer die Frage, welche Einflussmöglichkeiten haben denn die einzelnen Partner, strategisch zum Beispiel Einfluss zu nehmen auf die Curriculumsentwicklung. Und klar ist natürlich, dass, jetzt geht es hier nicht weiter, dass in der Strategie zwischen Rektorat und den Strategy Boards von solchen Universitätsnetzwerken sehr viel verhandelt wird. In unserem Universitätsnetzwerk ist es aber auch so, dass die Studierenden tatsächlich Einfluss haben. Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin des Netzwerks ist eine Studentin und hat damit natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten auf diesen Strategieprozess. Das heißt, in dem Fall gibt es tatsächlich mal eine klare Partizipation von Studierenden, auch wenn man natürlich sagen muss, Vizepräsident, Studierender ist eine ganz wichtige Rolle. Numerisch sind sie natürlich ganz doll in der Minderheit, weil ansonsten die Präsidenten dort sitzen in dem Strategy Board. Dort werden im Grunde genommen die Strategien verhandelt und dann innerhalb des Rektorats natürlich auch. Und alles, was sich so ein Rektorat ausdenkt, kann es natürlich nicht einfach so umsetzen, sondern in der Regel gibt es da Befassungen des Akademischen Senats. Dort haben natürlich die Lehrenden die Möglichkeit und teilweise eben auch die Fachbereichsleitung die Möglichkeit, dazu was zu sagen, aber eben auch die Studierenden, auch wenn die Studierenden in aller Regel nicht besonders glücklich sind über ihren Stimmenanteil, den sie in solchen Gremien haben. Das heißt, dort gibt es so ein bisschen was wie eine eingeschränkte Partizipation im Akademischen Senat. Und im Rektorat gibt es noch nicht so viele Fälle, wo Studierende tatsächlich anwesend sind. An einigen Hochschulen ist das der Fall, dass es tatsächlich studentische Vizepräsidenten gibt in dem System. Aber in der Regel ist das nicht so sehr der Fall. Das Rektorat macht natürlich eben auch Strategieansagen in Richtung der Supportstrukturen, gerade der Zentralen, in welcher Weise dort Unterstützung geleistet werden muss oder baut die entsprechend dieser Strategie natürlich auch aus und redet natürlich mit den Fachbereichen darüber, was eigentlich erreicht werden soll. Und die Fachbereiche wiederum reden natürlich mit ihren Lehrenden darüber. Und das ist sozusagen das Strategiebild. Und das nächste wäre das Umsetzungsbild. Was passiert für die Umsetzung eigentlich? Dort haben wir dann die Fachbereiche eigentlich im Zentrum und die Supportstrukturen. Die Supportstrukturen bieten natürlich immer an ihre Hilfe und die sind in der Curricularentwicklung meines Erachtens zentral und wahnsinnig wichtig. Und die Frage ist halt, wie das alles aufgenommen wird in den Fachbereichen, wie die Fachbereiche mit ihren Lehrenden darüber verhandeln, auch darüber, wie Curricula sich verändern. Da gibt es auch den Schritt in den Akademischen Senat, weil bestimmte Ordnungsmittel natürlich dort irgendwie genehmigt werden müssen. Und die Studierenden sollten hier eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich habe aber den Pfeil mit Absicht als Dashed Line gemacht. Was bedeutet das denn? Also wir haben in den Fachbereichen in der Regel Studiengangskommissionen, die sich mit Curricularentwicklung befassen. Aber die Frage ist, wie stark die Studierenden dort wirklich gehört werden. In der Regel sind sie auf jeden Fall dort anwesend. Die Frage ist, wie viel Einfluss haben sie tatsächlich auf die Curricula? Und das ist, soweit ich jedenfalls mit Studierenden gesprochen habe, oft eine relativ frustrierende Erfahrung, wie weit dort studentische Vorschläge wirklich gehört werden, wie stark also studentische Partizipation und Verantwortungsnahme tatsächlich
auf dieser Ebene stattfinden kann. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch einiges tun wird. Und jetzt gucken wir uns mal an die verschiedenen Perspektiven, die sich aus Sicht dieser Spieler ergeben. Da gibt es zum einen die Perspektive des Fachbereichs für diese Change-Prozesse in der Lehre, die notwendig sind. Und da kommt es zum einen dazu, dass sozusagen die Frage der Ownership ein ganz kritischer Punkt ist. Wem gehört eigentlich die Lehre? Wer ist verantwortlich? Und das liegt tatsächlich in den Fachbereichen oder Fächern oder Fakultäten. Denn laut Hochschulgesetzen, die wir haben, haben die dort das Sagen und nicht das Rektorat etwa, sondern die Lehre ist angesiedelt in den Fachbereichen und das gehört alles denen. Das führt teilweise dann auch dazu, dass Artikel 5 des Grundgesetzes immer wieder zitiert wird, Freiheit von Forschung und Lehre, das heißt sozusagen externe Einflussnahme, Vorgaben aus dem Rektorat werden da nicht so gerne gesehen. Irgendjemand hat hier noch sein Mikro offen, höre ich gerade. Und das hat in der Vergangenheit oder in der Geschichte Deutschlands eine ganz wichtige Rolle gespielt. Denken wir daran, dass aus der Politik extrem, in der Nazizeit extreme Vorgaben gemacht worden sind in Bezug auf Forschung und Lehre, was noch gemacht werden sollte. Deswegen haben wir diesen Artikel 5 im Grundgesetz, der ist sehr, sehr wichtig, bloß in der Interpretation geht er heute oftmals sehr stark über das Ziel, was die Gründer dieser Republik damals eigentlich damit wollten, hinaus. Dann gibt es natürlich in den Fachbereichen noch eigene Strategien, eigene Motive. Was will man in den Fachbereichen eigentlich mit den Studiengängen erreichen? Und last not least gibt es die Akkreditierung, die ist eine Notwendigkeit. Und natürlich müssen Curricula so entworfen werden, dass sie auch akkreditierungskonform sind. Das ist also die Perspektive vielleicht aus den Fachbereichen. Dann gibt es die Perspektive der Lehrenden. Und leider wird auch dort häufig der Artikel 5 des Grundgesetzes als Mantra vor sich hergetragen. Und letztlich als Schutz davor genommen, dass einem irgendjemand erzählen kann, man müsste was ändern. Da gibt es auch die eigenen Motive. Also viele Lehrende, egal wie gut sie sind, halten sich natürlich ihre Lehre erstmal für sehr gut. Und das mag ja so sein, muss aber nicht so sein. Und da ist die Frage, wie willig sind denn viele Lehrende, überhaupt Änderungen zu machen? Hier im Auditorium sind bestimmt viele Lehrende, die sehr willens sind, das zu machen. Aber es gibt natürlich einen Punkt, den wir dabei betrachten müssen. Und das ist der Stellenwert der Lehre im Erfolgsportfolio eines Hochschullehrenden. Und deswegen das Bild, weil die Lehre im Grunde genommen den Battle-Status hat innerhalb dieses Erfolgsportfolios. Forschung ist mindestens an den Universitäten so viel größer geschrieben, so viel stärker im Einfluss darauf, was wir eigentlich, wo die Nuancen in dem doch relativ vollen Zeitbudget von Hochschullehrenden drin ist. Es ist das einzig Verpflichtende, die Lehre, aber natürlich das andere, die Kür der Forschung, ist sozusagen viel besser belohnt. Und deswegen ist die Motivation, tatsächlich in solche Change-Prozesse reinzugehen, die sehr viel Kraft und Arbeit erfordern, auch sehr viel Zeit, teilweise doch relativ gering. Wie ist das mit den Supportstrukturen? Ich habe hier einen sehr provokanten Satz reingepackt. Warum werden wir so wenig gefragt? Ich war vor kurzem ein Gutachtender an einer Universität für eine zentrale Unterstützungsstruktur. Und wir haben uns als gutachtendes Gremium so gefragt, warum werden eigentlich so wenig personelle Ressourcen in dieser zentralen Einheit dafür hergenommen, Curricularentwicklung in den Fächern zu unterstützen? Und die einfache Antwort war, das machen die Fächer selber. Das heißt, man wird gar nicht gefragt. Obwohl extrem viel Expertise in diesen Supportstrukturen aufgebaut ist und zur Verfügung steht, stehen die oftmals in solchen Prozessen am Rande und werden aus diversen Gründen, die eben vielleicht sozusagen mit den Perspektiven auf Fachbereichsebene und Lehrendenebene zusammenhängen, nicht eingebunden und nicht gefragt. Was sehr, sehr schade ist, denn hier liegt sehr viel Expertise und steht zur Verfügung, um das zu machen. Dann gibt es die Perspektive des Rektorats und da ich jetzt 8 Jahre lang im Rektorat gearbeitet habe, habe ich da natürlich einen gewissen Bias, dass ich mir das angucke, was für Einflussmöglichkeiten gibt es denn da überhaupt. Da gibt es eine Hochschulstrategie, es gibt die Digitalisierungsstrategie, es gibt das Leitbild Lehre, es gibt Perspektivgespräche, die mit den Fachbereichen gemacht werden. Teilweise gibt es leistungsorientierte Mittelvergabe, da hat man dann vielleicht nochmal sozusagen was in der Hand. Es gibt das Problem der Studierendenzahlen, wenn Studierendenzahlen sehr stark absinken unter die Sollzahlen in Studiengängen, dann gibt es die Erfordernis, dort was zu ändern. Und es gibt natürlich die Möglichkeit der Incentivierung mit Mitteln
den Change-Prozess irgendwie anzutreiben. Wenn wir uns mal angucken, was davon wirklich was taugt, dann ist es das Leitbild Lehre. Und ich möchte hier an diesem Punkt gerade darauf hinweisen, auch für die Studierenden, die sich vielleicht überlegen, wie können sie denn in der Partizipation mehr machen? Es ist nicht so sehr die Digitalisierungsstrategie. Das Leitbild Lehre ist relevant für die Akkreditierung von Studiengängen. Das ist festgelegt im Akkreditierungsstaatsvertrag, in der Musterrechtsverordnung und auch in den Landesregelungen. Und das heißt, alles, was in dem Leitbild Lehre drin ist, das muss in den Studiengängen auch umgesetzt sein. Ansonsten sind die eigentlich nicht akkreditierungsfähig. Das heißt, hier gibt es tatsächlich, wenn man Change-Prozesse auf einer Hochschulebene für die ganze Hochschule machen will, ein erhebliches Potenzial, auch tatsächlich etwas zu bewirken. Und das andere ist natürlich die Incentivierung. Wir haben das gesehen beim Hochschulpakt, wir haben es gesehen beim Qualitätspakt Lehre oder im Lehramtsstudium auch mit der Qualitätsinitiative, die es dort gegeben hat. Wir sehen es jetzt beim Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken oder wir sehen es mit der Stiftung Innovation für die Hochschullehre, gerade die Strukturmittel dort. Das sind natürlich Incentives, also gerade die Strukturmittel, der Stil, das sind Incentives, um sozusagen auch in größeren Prozessen, nicht in der Einzelförderung von Lehrenden, sondern in der Ausrichtung von ganzen Studiengängen und Curricula tatsächlich Einfluss nehmen kann aus Rektoratsperspektive. Wie sieht das bei den Studierenden aus? Und das Bild, was mir dazu einfiel, ist kein freundliches, es ist eins von verschlossenen Türen. Natürlich ist es so, dass in der Partizipation sich einiges getan hat. Aber das Problem ist halt schon, dass die Partizipation nicht sehr hoch ist. Wir haben im letzten Herbst auf Let's Talk Campus eine ganze Session dazu oder einen ganzen Treffen dazu gehabt, wie man Partizipation steigern kann. Da gab es auch einen wunderbaren Vortrag von Nina Weimann-Sandig von der EAS Dresden, die halt darüber geredet hat, Students as Partners tatsächlich anzusehen. Das heißt, Studierende in Verantwortung hineinzubringen für diese Change-Prozesse. Wenn die Studierenden Glück haben, dann sind sie tatsächlich in den Strategieprozessen schon beteiligt in irgendeiner Form auf der Ebene dieser europäischen Universitätsnetzwerke. Und auf Hochschulebene könnten sie, wenn sie, also sind sie in der Regel eingebunden in diese Leitbildprozesse, weil die häufig von Subgruppen des Akademischen Senats eingesetzt werden. Da sind immer Studierende dabei. Das heißt, hier gibt es für Studierende auf jeden Fall eine gute Möglichkeit der Partizipation und Einflussnahme. Und das ist sozusagen eigentlich ein Zielfeld, wo Studierende versuchen sollten, sich zu engagieren und Einfluss zu nehmen. Innerhalb der Digitalisierungsstrategie sind sie vor allem dann am Platz, wenn wir eine Peer-to-Peer-Beratung haben. Da sind Studierende immer wichtig und haben natürlich da auch Möglichkeiten, auf den Strategieprozess einer Hochschule Einfluss zu nehmen. Auf der Fachbereichsebene sind sie in Studienkommissionen immer vorhanden, aber da ist die Frage, wie großen Einfluss können sie dort nehmen und werden sie dort wirklich gehört als Students, als Partners? Wird ihnen Verantwortung gegeben für einen Curricularprozess? Ich halte das für erforderlich, weil wir letztlich eben auch Studierende entlassen wollen als Absolventinnen und Absolventen, die Verantwortung übernehmen. Warum sollen sie dann nicht in der Universität in den Prozessen, wie die Universität oder die Hochschule läuft, schon Verantwortung übernehmen? Und auf der Modulebene gibt es natürlich die Lehrevaluation. Und wenn ich mit den Studierenden darüber rede, wie ihr Wirksamkeitserleben in den Lehrevaluationen ist, dann in der Regel relativ gering, es sei denn, sie machen so einen Teaching Analysis Poll, dann haben sie häufig das Gefühl, dass sie da tatsächlich Wirkung entfalten. Sonst ist das eher wenig. Und Co-Creation in Modulen mit Students as Partners, das ist sicherlich etwas, was am Entstehen ist, was es in den Einzelfällen gibt, was aber noch nicht durchgesetzt ist, aber etwas, was natürlich wünschenswert wäre, wenn unser Studium sich in dieser Richtung entwickeln würde. Soweit im Grunde genommen mein Überblick über die Interaktionen, die wir dort haben. Und dann, wenn es jetzt noch Fragen gibt, ein bisschen in die Zeit hineingehen und fragen. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Präsentation. Und damit bin ich am Ende. Danke.